Heute haben wir nur ganz wenig Zeit. Nur, was jetzt kommt, braucht keine lange Ansage. Sehen Sie The Nitwits und mich mit Temptation. Musicians, can we have your... Wir haben Lust. Nein. Ja, ja. Temptation. Temptation. Delta! Temptation. Sie kennen die Kessler-Zwillinge, auch die Geschwister Jakob, aber haben Sie je von den Cooper-Sisters gehört? Wahrscheinlich nicht, denn sie waren nur einmal im deutschen Fernsehen und zwar in einem laufenden Band. Und ja, über die beiden brauche ich kaum etwas zu erzählen, denn was die machen, spricht für sich. Oh, what delight to be given the right to be carefree and gay once again. No longer slinking, but respectably drinking like civilized ladies and men. La la la, la la la. That's good. No longer need we miss a charming scene like this in some secluded rendezvous. Yeah.
enjoy our cigarettes. Into Thomas Cruise on a jet. Into Thomas Cruise starting it. Baby, is there any yet? Sie sind Schwester? Ja. Wer ist die Älteste? Sie. Sie kommen aus Amerika? Ja. Geflogen? Nein. Mit einem Schiff gekommen? Ja, als Ballast. Als Ballast? Ja. En nu spelen ze voor ze El Compañero. Ja, El Compañero. Blanche, wie is Blanche? Blanche. Blanche speelt jetzt een bongo solo daarbij. En ze möchten dat ze na jedem solo, ze macht 3 stuk, dat ze dan klatschen. Denn ze speelt wirklich... Beschissen. Ich bin kaputt. Es ist mir immer gelungen, mit ausländischen Stars Gespräche ohne Hilfe eines Dolmetschers zu führen. Sie kennen das aus anderen Shows, da sitzt dann ein Filmstar mit so einem Knopf im Ohr und alles, was er sagt, wird übersetzt. Als ich Harry Belafonte
in meiner Show hatte, bekam er auch so ein Ding im Ohr. Allerdings, damit ihm die deutschen Sätze vorgesagt werden konnten. Heinz Eckner war dafür hinter den Kulissen verantwortlich und alles wäre gut gelaufen, wenn nicht das Telefon geklingelt hätte. Harry, herzlich willkommen in unsere Sendung. Wie geht's dir? Danke, gut. Ja. Möchtest du vielleicht mal etwas das Publikum sagen? Dem Publikum. Etwas dem Publikum sagen, natürlich. Ja. Bitte. Meine Damen und Herren, ich freue mich, in Deutschland auf Tournee zu sein und heute hier beim am laufenden Band. Ja, Sie ja, können ruhig mal klatschen. Es ist immer ein Riesenproblem, wie kriegen wir die ausländischen Stars so weit, dass sie Deutsch sprechen. Und wir haben uns wieder was Neues einfallen lassen. Sie haben es vielleicht schon gesehen. Wir haben hier einen Kopfhörer. Und das ist eigentlich ein schöner Trick, denn hinter den Kulissen sitzt Heinz Eckner und der spricht all die Antworten. Und das hört er, und dann kann er die Antworten so geben. Heinz, hörst du mich? Ja. Kannst du mal ein richtiges Hochdeutsch sprechen, bitte? Trottel. Trottel. Wie bitte? Trottel. Ja. So, Harry... Ich muss eins sagen, es ist unwahrscheinlich. Ich weiß, du bist 50 und du siehst aus wie 40. Und du bist 40? Bist, 40. Und siehst aus wie 50. Und siehst aus wie 50. 50. Ja, das Problem haben wir schon öfter in der Show gehabt. Nun, du hast du unsere Show heute Abend gesehen, viele Stars drin. Gibt es vielleicht einen Künstler dabei, der auch mal eine Chance hätte in den Vereinigten Staaten? Eckner. Eckner. Ja. Nochmal was anderes. Möchtest du mal nicht so etwas machen, so wie ich? So, Nein, ich arbeite. Nein, ich arbeite. Ah ja. Naja, ich in jedem Fall, ich liebe diese Show. Du spinnst ja. Du spinnst ja. Hey, ich habe schon vor 20 Jahren die erste Langspielplatte gekauft von dir, aber ich muss dir eins sagen, ich bewundere dich. Aber Liebling. Aber Liebling. Nun hast du vielleicht am Anfang der Show gehört, dass ich auch ein Lied gesungen habe. Wie findest du meine Stimme? Scheiße. Shut up. Harry, jetzt ohne Quatsch, du hast wahrscheinlich nichts verstanden von was du selbst gesagt hast. You didn't understand the words you said, or? Oh, I understood everything. Du hast verstanden, ja. I speak very good Flemish. Ja. Harry, du hast ein wunderbare Ballad gesungen gerade für uns. Jetzt möchten wir mal eine flotte Nummer von dir hören. Hast du noch ein schönes Lied, ja? It's from my new album, yeah. Turn the World Around, and it's called Marching to the Fair. Okay. Everyone in town on their way to common ground to see the bands go round and round. And if everything go right, and if no one make a fight, you can go dancing through the night.
Stellen Sie sich vor, die Hochzeitsfeier ist vorbei. Das junggetraute Paar freut sich auf die Hochzeitssuite im Hotel und dann bleibt der Fahrstuhl stecken. Nun hat das Ganze noch einen Hauch von Romantik und Abenteuer, aber nicht mit Peter Frankenfeld als Kofferträger. Gepäckträger, hallo. Scheiß Gäste. Herr Bitte, wir möchten zur Hochzeitssuite, wir sind das Hochzeitspaar. Hochzeit. Hochzeit. Gratuliere. Danke. Gratuliere. Dankeschön. Wo ist der Fahrstuhl? Neben ist der Fahrstuhl. Rein. Bitte sehr. Bitte. Ja, danke, danke. Scheiß Kohl. Sag mal, ist der Fahrstuhl schon wieder kaputt? Ich hab auch immer im Eimer. Du hast jemanden reingehen sehen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, dann stell mal das Schild hin, dass da niemand einsteigt. Was soll das denn? Jedes Mal dasselbe Theater, ne? Sag mir, bist du glücklich, Liebling? Und wie? Und gleich werden wir ganz alleine sein. Das glaube ich nicht. Du, ich habe mir das schönste Negligé gekauft. Himmelblau mit Spitzen. Das wirst du gleich anziehen und dann werde ich es wieder... Das glaube ich nicht. Ach, du liebe Zeit. Diese Fahrt in diesem Fahrstuhl dauert ja eine Ewigkeit. Das ist vielleicht eine Umleitung. Ne? Aber wir sind gleich am Ziel, Liebling. Das glaube ich nicht. Du Schatz, ich glaube, dieser Gepäckträger, der spinnt. Sie glauben uns nicht? Ja, nee. Warum, hier sind die Papiere, wir sind wirklich ein Ehepaar. Hier sind die Papiere, wir sind verheiratet. Ja, wir sind stecken geblieben. Der Fahrstuhl ist gebremst, wir stehen ja. Siehst du? Und in meinem Horoskop steht, ich soll in keinem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Na, Sie fahren ja auch nicht, wir stehen ja nicht. Was haben Sie denn für eine Zimmernummer? 444. 444, das ist schön, das ist größer als das hier, das ist schön für dich. Oh nein, Liebling, ich möchte ins Bett. Ja, wie fahren zu zweifeln? Ich meine, wir sind stecken geblieben und heute ist Samstag, morgen gibt's keine Handwerker. Und Montag habe ich frei. Oh, aber wir werden doch nicht unsere Hochzeitsnacht in diesem Fahrstuhl verbringen. Ja, das wäre doch ganz originell, das wäre doch total romantisch. Ja, mit dir allein. Aber mit dem da? Ach, meinetwegen brauchen Sie gar nicht zu genieren. Ne? Ich habe hier mein Buch, ich lese hier Freud. Freud und Leid einer Kronprinzessin. Ich habe eine Idee. Hallo? Hallo, Portier. Ja, hören Sie, wir haben heute geheiratet. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber wir stehen im Aufzug, wir klemmen fest. Was sagt ihr? Herzliches Beileid. Ja, aber wie lange kann denn das noch dauern? Was sagt ihr? So eine Frechheit. Wenn das 9 Monate dauert, dann können wir unter Umständen einen Liftboy haben. Sie sagt immer. Möchten Sie das vielleicht haben? Ne? Das sind so schöne Erfrischungs...
Das ist so Pfefferminzzeug, nicht sehr gut gegen diese Liftverschmutzung hier, nicht? Das ist, hören Sie mal, können Sie das nicht reparieren? Nein, das darf ich nicht. Und der Zulieferer, die haben gestreikt zurzeit. Die haben gestreikt, nicht? Das hier, aber ich könnte Ihnen eine andere Hochzeitsfreude machen. Schauen Sie mal, ich habe so schöne Musik hier in meinem kleinen Taschenradio, wenn ich das mal mache. So, sehen Sie? Wenigstens tanzen. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Oh, das ist schön. In den Himmel hinein? Vergessen Sie nicht, wir sind erst zwischen dritten und vierten Stockwerk. Das wird ein bisschen dauern, nicht? Also lassen Himmel. Sie doch Ihre dummen Witze. Hören Sie mal, ich habe gerade gelesen hier eine Zeile. Hören Sie mal. Dann legte er seinen starken Arm um Ihre heiße Schulter und er küsste ihr auf dem Kehlknopf. Hören Sie auf, Sie Unmensch! Sie kennen auch, ich meine, wenn Sie nicht hier wären, ich will mal sagen, wenn Sie nicht hier wären, könnten Sie jetzt noch was essen zum Beispiel. Ich meine, Sie könnten jetzt essen im Restaurant. Möchten Sie noch sowas? Das sind zum Erfrischen. Ja, gerne, danke schön. Also, danke. Ich sage Ihnen mal, was Sie jetzt auf der Speisekarte versäumen. Sardelle getrüffelt mit Eiscreme. Geht, das passt ja gar nicht zusammen. Das weiß ich, aber hier war schon mal einer, der hat gegessen Kartoffelpüree mit Bratkartoffeln. Wer war denn das? Das war ein Herr vom Fernsehen, und zwar war der verantwortlich für das Kontrastprogramm. Nehmen Sie noch einen. Eben hat's geruckt. Das war, ich hab einen Schluck auf. Noch eine Minute. Oh, können wir denn raus? Nee, dann hab ich Feierabend. Nein, wir gehen wieder. Oh, Gott sei Dank. Wollen Sie noch einen? Wir fahren wieder. Ja, danke schön. Nehmen Sie zwei. Na, Sie auch zwei. Danke schön. Liebling. So. Endlich werden wir dann doch noch unsere Hochzeitsnacht haben. Komm, wir gehen. Mein Gott, was hab ich denn hier gemacht? Das waren ja meine Pfefferminztabletten. Das sind ja meine Schlaftabletten. Oh, hallo. Ja, ich möchte das hier neu tapezieren. Ich möchte es selbst machen unter dem Motto, es darf gekleckert werden. Nun, hoffentlich mache ich es nicht so wie Lupino und Lehn, die dafür sorgten, dass das Studio noch wochenlang wie ein Schlachtfeld aussah. Start off washing down the wall. Washing the walls, right? Will you do me a favor? What? Will you pass me the flannel? Where is the flannel? Oh, I beg your pardon. We need some more water. More water, Blanche. More water. Hey! Oh, you got on my feet looking there, can I? Oh, dear. Well, we'll share it out. Simple. Hey, this bus here coming to the roof up here. Look, it's a big old roof up there. I told you there's big holes in it before. All up the top, along the side, around the top, and all over the other side over there. Over the there. Told you about it before. Yes. Yes. Okay, well, what are you doing? Let's get on with the paper. There we are. Look at that lovely roll. Look at that. There we are. What's up, baby? Simple. I'll wipe it up. No, don't do that. Hold it for I'll me. I'll hold it for you. Hey! What? Das ist die Polsterseite. What? Das ist die Polsterseite. Simple enough. Yes, only think of it. Yes, well, get on the wall. On the walls. On the wall. Get bigger. Yeah. Now we're... Thank you.
piece of a lang piece of stuk of tapita. Yeah, to explain. What's that effect? Anyway, we start the talk. There you are. And, Way and yes, I know. All in the face. Oh!